Servus miteinander und willkommen bei einer neuen Folge Dark Souls 2. Erst einmal vorweg, kraft meiner eigenen Arroganz habe ich jetzt beschlossen, dass mir 30 Minuten pro Folge zu kurz sind. Ich weiß, für euch zum Anschauen ist es ausreichend, aber ich bin mehr mit Stoppen, Timen, anmoderieren, abmoderieren beschäftigt als zum Spielen, und ich möchte jetzt einfach mal eine Stunde in Ruhe zocken können, ohne halt diesen Flow ständig zu unterbrechen, weil wir überziehen sowieso jedes Mal. Also ab jetzt werden die Folgen 60 Minuten dauern statt 30. Falls jemand es mega ankotzt, bitte in die Kommentare dann schreiben im nächsten Video. Ansonsten, ich habe gestern 16 Videos hochgeladen. Ja, 16. Das war der gesamte Dark Souls Tag, den ich mit Mike und mit Dasani verbracht habe. Und ab jetzt gibt es wieder täglich ein oder zwei maximal, aber ihr habt einiges nachzuholen. Viel Spaß auf jeden Fall schon mal dabei. Ja. Machen wir es kurz, ich starte jetzt einen Timer. Und was machen wir jetzt? Wir gehen natürlich gleich wieder zurück zu dieser Ebene, die mir so am Sack geht. Ich habe nur gern eins noch vor, und zwar, nee, zwei Sachen. Und zwar einmal möchte ich die Seelen auf den Kopf hauen hier. Spiegel, Ritterseele. Wir werden uns damit sowieso, obwohl 28.000, können wir uns damit ein Level Up leisten? Das wäre natürlich mega geil, aber ich glaube das nicht. Oh nein, uns fehlen 993 Seelen. Oh Leute, das machen wir jetzt. Wisst ihr nämlich warum? Weil laut Gegenstandkiste... Mein Gott, ist das ein popliges Menü. So, wir wollten uns ja auf diese tolle Axt hier spezialisieren. Und die nehme ich jetzt auch mit. Weil nämlich diese Axt... Warte, ich zeige es euch gleich. Diese Axt braucht 40 Stärke, 8 und 10, 8 Intelligenz und 10 Wille. Und wir brauchen noch genau, wir haben Stufe 39, wir brauchen noch genau 1 Stärke, den wir jetzt uns auch gleich holen werden, und dann können wir die Axt benutzen. Und das finde ich ehrlich gesagt sehr, sehr geil. Die macht nämlich auch vorher Schaden, und dann können wir gleich mal gucken, ob wir die ein bisschen aufpimpen können. Also, wir beeilen uns jetzt. Ich weiß auch schon, wo ich die Seelen herhole. Ich habe nämlich noch was anderes vor, und zwar... Ich habe was rausgefunden, natürlich über Google. Also ich sage eins vorweg, ich spoilere mich nicht nach vorne hin, also was kommt, sondern ich spoilere mich, wenn ich was übersehen habe. Dann, um dort wieder hin zurückzugehen. Und zwar, also das DLC war mal voll für den Arsch hin zu gehen. Aber gut, wir haben eine fette Packung bekommen von über 40 Toten und haben einen minimalen Fortschritt nur erreicht. Sondern dass wir jetzt nämlich den Tiger, der eh OP ist ohne Ende, dass wir den sehen können. So, jetzt warten wir kurz. Wo war das denn? Dieses Camp. Ich glaube, das war bei diesen Zwergis. Da. Da, genau, dahin. Und zwar ist da nämlich ein Brunnen. Da wollte die schmal hinlaufen zu diesem Brunnen. Diese Richtung. Erstmal machen wir hier diese Einfallspinsel hier fertig. Genau. Oh! 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 Uiu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 
genau. So. Die machen aber ganz schön Damage, das muss man mal so sagen. Die machen Damage. Das ist nicht zu knapp. Hier im Zelt war, glaube ich, einer drin, der mich letztes Mal überrascht. Ja, ja. Da ist er. Oh, kleines Schweinchen. So. Dann apropos kleines Schweinchen. Schwein, komm. Na, genau. Wie kann man mit dem Katana zweimal daneben schlagen, hä? Also, ist das für ein Dorftrottel? Benz Volo, ich bitte dich. Au. Ja. Schaut sich das an. Er trifft das Schwein nicht. Er trifft das Schwein nicht. Ich muss echt einen Estus nehmen, es hilft nichts. Es ist so ein Schwachsinn, ey. Die Hitbox ist ja wohl echt ein Witz in dem Spiel. Was reg ich mich überhaupt auf? So, jetzt machen wir es mal folgendes. Jetzt sind wir erst einmal hier unsere Hellbade. So, jetzt holen wir uns erstmal den Trottel hier. Oh, komm mal runter hier. So, Kollege. Ja. Hot. So, und jetzt will ich in diesen Brunnen da reinspringen. Dazu muss ich erstmal den Vogel da oben killen. Tot. So. Und genau, wir springen genau da rein. So. Hoffentlich sterben wir jetzt nicht. Das wäre schlecht. Naja, überleben wir schon irgendwie. Whee. Okay, hat nicht geklappt. Nochmal. Whee. Ah, wieder nicht. Spitze. Kann man eigentlich dieses Dach da platt machen irgendwie oder so? Nein. Nochmal. Ah! Ah, jetzt hat's. Dankeschön. So, jetzt probier's nochmal. Whee! Fuck. Ach, das ist peinlich. Egal. Weiter geht's. Probier's nochmal. Yeah! Hier wartet gleich mal ein Schwein auf uns. Genau. Und ein Item. Aber deshalb bin ich nicht hier, sondern da oben. Ja, wo die ganzen Blutlaken sind. Vorsicht. Nachahmung. Und ihr könnt euch schon denken, was als mit Nachahmung gemeint ist. Nämlich diese tolle Mimik da vorne. Die müssen wir jetzt noch überleben. Und dann sieht es eigentlich gut aus. Ich hoffe, dass das keine Explosivfässer sind. So. Tot. Was hat sie bewacht? Finsternisgamaschen. Und genau die will ich haben, weil die sollten besser sein als die Gamaschen, die wir haben. So. Vendriks Stiefel nämlich. Die geben uns ein paar Resis, aber... Hä? Die sind schlechter. Die sind schlechter. Holy Frühstück. Okay. Ich habe mich entsetzlich getäuscht. Und der Weg war für den Arsch. Ja. Gut. Haben wir das auch geklärt? Warum komme ich hier nicht raus? Ah. Oh Mann, ich hatte mich so gefreut, dass die Finsternisgamaschen besser sind wie unsere. Dem war aber nicht so.
So, wo ist das Leuchtfeuer? Hier. Gut, dann bleibt eigentlich nichts anderes zu machen, außer nach Modulo zu gehen und erstmal unser Level abzuholen. Um dann die Axt zu benutzen. Ja, wir benutzen die. Geil. So, aufsteigen. Und zwar in Stärke. Jetzt haben wir 40 Stärke. Und können die Axt jetzt nutzen. Schauen wir mal, dass ich keinen Scheiß erzähle. Ja, wir können die Axt nutzen. Geil. Absolut geil. Okay. Es ist wirklich fett. Also das ist wirklich... Ich glaube, dass die Spaß machen wird. Gut. Weiter geht's im Programm. Jetzt nehmen wir erstmal unsere Hellbade her. Ach man, Schmarrn, jetzt wollen wir erstmal upgraden. Wenn wir können. Wie sieht's denn aus? Können wir unsere... Hä, ich will nicht kaufen. Ich will verstärken. Ja, können wir. Blitzen ist dieser Nied. Yay, yay. Schon mal zweimal abgegradet. Ja, die kommt langsam an unsere Hellbade ran vom Damage her. Finde ich geil. Ah, mir gefällt das. Mir gefällt das. Okay. Also alle sehen, was wir jetzt haben, verballern wir erstmal zum Upgraden. Wir haben noch mehrere Glitzer-Titanis. Oh, lasst uns in diese tolle Ebene zurück. Oh ja, die hat so viel... Hä? Schrein von Amana, ne? Ist das das, oder? Ja. Das ferne Feuer, zerfallene Ruinen. Und hier. So. Mhm. Very nice. So, also, dann lass uns mal hier weitergehen. Das sind jetzt die was hier so gelb eklig sind. Oh ja. Ah, ekelhaft. Das ist die alles zerstörende gelbe Ekel, Ach, hier auch noch. Ah! Shit! Muss da raus. Muss da raus. Aus diesem Scheiß. Habe ich jetzt schon übelst was Damage bekommen? Ja. Oh, Mann, ey. Dieser Mist. So, den hier mache ich auf jeden Fall mit dem Bogen. Oder ne, den mache ich mit Bolzen, wenn ich jetzt schon mal hier bin und close gehen kann. Warum kann ich nicht anvisieren? Ja, lol. Habe ich überhaupt Bolzen? Ja, ich habe Bolzen ausgewählt. Warum kann ich nicht anvisieren? Ha? Man kann ihn irgendwie nicht anvisieren, aber okay, dann schieße ich eben so ab. Ich finde es halt nur lächerlich. Tot. Ich hoffe, dass der mich jetzt nicht aus der Distanz auch noch beschattet mit seinem Scheiß. Nee, hat er nicht. Okay. Und jetzt geht's weiter mit Pfeil und Bogen. Weil da vorne, genau. Ach du Schande. Das sind mal viele.
Okay. Also der da ist normaler, der ist normaler und das da hinten ist eine Heilerin. Ich versuche jetzt mal die zu erwischen. Scheiße, hat sich die geheilt, oder? Die hat sich wieder geheilt. Das ist eine blöde Sau. Macht ihr das den ganzen Tag, ja? Ah, ne, da habe ich keinen Bock drauf. Da verballere ich ja mehr Pfeile wie sonst was. Könnt ihr mal unsere Axt testen? Alter, diese lenkende Schande hier. Oh, ich muss mal schauen. Die Axt hat uns Fatroll gemacht. Warum hat sie das? Weil sie wahrscheinlich, ja, Mann, die wiegt ordentlich. Oh, wir kommen also mit ihr kommen wir deutlich über unsere 70 und müssen dadurch Fatroll in Kauf nehmen. Bin ich jetzt erstmal nicht so begeistert. Wir müssen auf jeden Fall was schauen, dass wir unsere Tragbarkeit oder wie sagt man unser ja, Level auf unser Level erhöhen, damit wir mehr tragen können. Ich pushe jetzt mal diesen Vollpfosten. Ich hoffe, dass ich hier nicht reinfalle, irgendwie in Wasser oder sowas. In so ein Loch. Okay, einer ist tot. Alter Scheiß. Ich laufe jetzt einfach mal hier den Säulen entlang und hoffe, dass ich da safe bin. Ah, da vorne ist eine Kakerlake, ein ekliges Viech. Ah, da habe ich ein Item. Ah, ich sehe schon, wo hier Abgrund ist. Hier kann man noch laufen. Das war knapp. Warum hält der so viel aus? Ja, genau. Schlag zu! Meine Fresse, Alter! Oh, ist das knapp! Ich glaube, ich brauche noch einen. Estus. So, jetzt mal erstmal kurz den hier. Ach du Scheiße. Nee, ich heil mich, ist mir scheißegal. Erstmal kurz hinter die Mauer wieder. Okay, jetzt sind es noch zwei. Da kann man also einmal an den Säulen rundherum gehen. Ja, sie kommt anscheinend nicht. Ja, ich habe halt keinen Bock, dass ich hier reinfalle, ne, ins Wasser. Ich weiß halt nicht, wie weit ich hier gehen kann. Okay, Zauberin ist tot. Erstmal hier. Das ist ein Wichser. Trink.
Ja, und jetzt verpisst sie sich wieder, ist klar. Ist klar. Schau mal, wie weit der weg geht. Schaut mal an. Ist das ein Witz? Ja gut, aber das ist ja keine Magierin, oder? Eigentlich kann ich die dann mit dem Bogen wegsnacken. Oder? Tja. Tot! So, tot. Bevor ich jetzt aber nach da hinten gehe, gehe ich das erste Mal hier wieder die Säulen langsam zurück. Oh, hier sind so viele Gegenstände am Boden. Hier geht's zum Leuchtfeuer, okay. Was ist hier in dem Stein? Nachricht lesen. Zufluchtsort. Jetzt holen wir mal einen Gegenstand nach dem anderen, schön langsam. Skeptiker-Gewürz. Was ist das für eine Hütte? Egal. Kann ich hier hin? Erzdraken-Handschuhe, ja, aber die sind nicht gut, glaube ich. Boah, ich weiß. Ich weiß halt nicht, ob ich da überall hingehen kann, weißt du? Und das ist halt irgendwie. Fossiler Drachenknochen, ich glaube, das war geil. Oh, ich habe so Schiss, hier zu laufen. So, wo geht's denn eigentlich zum Leuchtfeuerzeug, falls ich's muss? Ah, dahinter, hinter der Wand. Hier irgendwie hoch. Da irgendwie, genau. So, warum ist hier eine Blutlake? Geht's hier nicht weiter? Was hat er gemacht? Er ist hier hingelaufen. Und wurde erwischt. Okay, also kann man anscheinend hinlaufen. Ich würde so gern die Gegenstände da hinten holen, aber ich habe halt echt Schiss, dass da irgendwie. Probier es einfach. Ich laufe jetzt einfach mal hier die Säulen entlang, okay? Ich mache es einfach jetzt mal. Ich laufe den Säulen hier entlang und hoffe, dass das Spiel kein absolutes Oberarschloch ist. Obwohl ich die Antwort hierauf schon kenne. Also man kann leicht eine Abtrennung sehen. Leicht. Da hinten geht es ins Bodenlose da. Ja, hier kann man gehen. Na toll. Natürlich wieder ein tolles. Natürlich wieder ein Magier-Scheiß. Mein Gott. Okay, ich glaube jetzt mal hier wieder rundum. Wir haben ja noch 8 Estos eigentlich, ne? Also wir können ja schon weiterlaufen. Das ist jetzt nicht so spring. So, das ist eine weit entfernte Hütte. Wir laufen jetzt einfach mal da hinten lang, da genau. Diese Richtung. Uiui, jetzt habe ich mir Spaß erschrocken. So, was geht hier ab? Ah, da vorne glitzert es schon wieder. Das ist wieder so ein. Was? Wie ich werde invaded, ey Junge. Ey, dieses Spiel. Ach, da kommt er schon. Hey, Dark Souls 1. Ich gehe mal, bleib mal hier wegen meinen Seelen. Dark Souls 1 ist komplett ohne diesen Schwachsinn ausgekommen. Was kann er? Ja, genau.
Scheiße. Okay, ein Zauberer. So, komm mal hier rein zu mir. Kein Bock auf Wasser. So, jetzt. Jetzt, Kollege. Oh! Da hat jemand ein bisschen Klatsche gekriegt, würde ich mal sagen, hä? Tot! Verpiss dich wieder zurück, wo du hergekommen bist, du Stück Scheiße. Immer diese Scheiß-Invaderei, Alter. Geht's mir das am Sack? So, jetzt nochmal von vorn. Also das da hinten, ich hab da echt Schiss hinzulaufen. Seid's mir böse, aber ich hab da echt Schiss hinzulaufen. So, hier ging's irgendwie lang, genau. Okay, da haben wir einen... Ein Viech! So. Also hier fällt man ins Bodenlose. Gehen wir mal hier weiter. Ist hier irgendwie... Da ist eine Hütte. Und da ist noch was zum Aufheben. Große Seele eines stolzen Ritters. Jawohl. Was haben wir? Stolz! Da hinten hockt einer. Kein Scheiß. No shit. Mir scheißegal, ob du zu einem NPC bist oder nicht. Du stirbst jetzt, weil du aussiehst wie die. I don't give a fuck. Die! Ha! Wie sie noch upraved. Nehmen wir mal unser Schwert. Haben wir unser Schwert? Ja. Was ist da drin? Was wurde gespielt? Wer ist sie? Ah! Okay, ein Geist. Schade eigentlich. Okay, hier ist eine Nebelwand. Das schreit schon nach Boss. Geht's denn sonst eigentlich noch lang? Eigentlich nirgendwo, man muss hier lang. Na gut. Sagen Sie ein bisschen, also wenn ich jetzt sterben würde, wäre es ein bisschen ekelhaft, weil dann einfach der ganze Scheiß hier nervig ist mit diesen ganzen Priester. So einen Pfeil habe ich, glaube ich, gar nicht über. Aber egal. Ich nehme aber mal vorsichtshalber meine Hellebarde mit, einfach wegen der Range. Lass uns mal überraschen, was hier los ist. Ruhig bleiben, dann gelobt sei die Sonne. Ruhig bleiben, okay? Loch voraus, deshalb versucht Zunge. Was? Boss voraus. Also, Loch voraus, deshalb versucht Zunge. Das ist schon wieder. Also. So, bevor wir uns den Scheiß jetzt aber antun. Zuvor, sag ich. Weil wir eine Stunde Zeit haben und so viel Spaß macht, genehmigen wir uns erstmal ein Stückchen Bier. Das verdienen wir uns nämlich. So. Wir haben 7 Estos. Machen wir uns noch ein bisschen warm. Na, wo war das hier? Hier. So, genau. Und los geht's.
Sang es, Dämonin. Was bist du denn? Ich kotze gleich am Boden. Oh mein Gott, ist das... Oh Gott, bist du ekelhaft. Bist du ekelhaft. Ich kann... Uiuiui. Okay, wir müssen hier weg. Ich hoffe, ich kann hier nirgendwo runterfallen. Eklig, eklig. Also Ekelheitslevel hoch 10.000. Ich weiß nicht, was ich das machen soll. Hellbade doppelt nehmen. Ekelhaft. Okay, wir machen auf jeden Fall gut Schaden. Aber... ist mal mega ekelhaft. Und kann man ihn... Aha, man kann ihn nicht von der Seite treffen. Stehe. Nur von vorne. Also Leute. Oh! Sag ich, kann ich gleich doppelt nehmen. Ist nämlich scheißegal, so wie ich das sehe. Wow! Bitch Move. Das war jetzt nicht gut. Jetzt habe ich die ganze Ausdauer gekostet. Angriff triggern. Ah gut, er geht nach hinten. Aber wahrscheinlich, weil sein... Genau, den Scheiß machen will hier. Halt! Nicht gut. Das war nicht gut von mir. Das war nicht gut. Okay. Erstmal hier Land gewinnen. Trinken. Also er ist auch scheiße zu treffen, muss man jetzt auch mal schon sagen, ja? Er ist schon wirklich scheiße zu treffen. Okay, also ich sehe gerade, Einhand und doppelt bringt einen Scheiß. Dann lieber so. Oh, Konzentration! Chris, Konzentration, trink ein. Ja, genau, er hat mich noch getroffen. Ganz entspannt bleiben. Macht jetzt sein. Ja, genau, scheiße. Haben wir ihn einmal getroffen. Ah, mein Gott. Scheiße. Okay, jetzt muss ich mich echt noch zusammenreißen hier mit dem. Trigger mir mal seinen Scheiß. Jetzt machen wir seine Sprintattacke. Wegrollen. Jawohl. Jawohl. So sieht es nämlich aus, Kollegen der Sonne. Singes-Dämonenseele, eingebetteter Schlüssel. Hä, warte mal, eingebetteter Schlüssel, da klingelt's bei mir. Eingebetteter Schlüssel, ist es nicht? Ah. Ich glaube, ja, ich muss zum Schloss Drangleic zurück. Und oben im Turm war eine Frau drin, die war gefangen, nicht gefesselt. Und da stand dort, sie haben keinen eingebetteten Schlüssel. Da werden wir dann gleich mal hinschauen, denke ich mal.
Jetzt müssen wir erstmal mal gucken. Also hier ging's, kam ich. Runterfallen kann man hier, soweit ich es gemerkt habe, nicht. Hoffentlich. Nee. Okay, hier geht's weiter. Oh Mann, ich habe noch einen Estus. Ich bräuchte jetzt gerne ein Leuchtfeuer. Ja, danke für... Ah. Für kein Leuchtfeuer. Eingebetteter Schlüssel. Das ist eine Waffe. Was? Hä? Okay. Lassen wir uns einfach mal so im Raum stehen hier. Aha. Warum auch immer ich ihn nicht treffen kann. Tot. So, wo geht's denn hier weiter? Ah, da gibt's schon wieder irgendwelche Viecher. Kann man da hin? Nee, nee, nee. Fuck that shit. So, wo müsste jetzt ich eigentlich hin? Nee, da steht ein Ritter, da gehe ich schon mal nicht hin. Da ist ein Turm. Da hockt doch was im Wasser. Ja, da hockt was im Wasser. Ihr seid ja ekelhaft wie Sau. Ist der schon tot dahin? Oh, ich geh jetzt mal, schau es mal am Boden. Okay. Dämonenkraut, da hinten ist eine Kiste. Ist ja kein Mimik, oder? Nee. So, was ist hier? Magiepfeil. Danke. Props an die Magier hier wieder mal, ne? Was ist hier? Oh, ein Leuchtfeuer. Duftzweig. Ja, benutzen wir. Ich will zum Leuchtfeuer, nämlich. Und dann komme ich wieder hierher. Down. Jawohl, hier geht's zum Turm hoch. Also setz dich böse, aber ich bringe jetzt erstmal meine, meine Seelen ins Trockene. Und pimpi jetzt unsere Axt nochmal. Genau. So, das war's auch. Mehr können wir nicht, leider. Also ich hätte gern einen Bogen, der stärker ist als diesen Scheiß. Also wir brauchen irgendwie einen anderen Bogen. Keine Ahnung, wo man auch einen findet. Ich habe keine Ahnung, wo man einen findet. So, mehr können wir jetzt eh nicht aufrüsten.
Aber wir können Level uppen. Und zwar können wir einsetzen in Belastbarkeit. Weil wir sind da noch relativ schlecht beieinander. Boah, eineinhalb. Aber ich will die große Axt tragen können, ohne dass wir Probleme bekommen. Oder wir hauen weiterhin Stärke rein und gehen auf die auf den Drachenzahn. Aber das ist auch schmal, oder? Ja, komm. Wir machen auf Belastung und fertig. Da haben wir gar nicht lange gerannt. So, erstes Flakonscherbe haben wir nicht. Mit diesen restlichen Seelen würde ich gerne Pfeile kaufen. Weil wir haben gesehen, wir brauchen momentan immer mehr Pfeile. Gegenstand kaufen. Wie schaut's denn aus? Hast du Pfeile für mich? Menschenbilder. Nein, hast du nicht. Okay. Hat er noch Pfeile? Ich glaube, bei ihm habe ich auch leer gekauft. Schauen wir nochmal. Gegenstand kaufen. Pfeile. Holzpfeile. Ich brauche Holzpfeile mehr. Ich will stärkere Pfeile. Nicht so ein Schrott. Trash kannst du behalten. Kollege. So, vielleicht hat die hier. Hat du Pfeile? Ah. Du hast auch keine? Okay. Wer ist er denn? Ach, den kenne ich doch. Der Name ist Gilligan. Alright. But I have him. Leiter aufstellen. LOL. Erstmal tun wir mal Gegenstände kaufen. Krallen. Peitschen, Alter. Was für Zeug hier hast, ne? Echt komischen Shit. Ja, du hast alles, was ich brauche. In Scheiß. Du hast genau das, was ich brauche, nicht. Leiter aufstellen. Was? Der will Geld, dass ich eine Leiter aufstelle? Nein, Mann, ich war schon da unten, Alter. Ich war doch schon da unten. Okay, anscheinend soll man da erst sehr spät runtergehen. So, was hast du? Ja, leider hast du halt nichts Gescheites, ne? Nur Schrott. Ja, was soll ich machen, wenn der nur Trash hat, ne? Na ja, egal. Gut. Niemand hat hier Pfeile. Uncool. Schau ich noch zu einem anderen Schmied vorbei, ob der Pfeile hat. Und zwar war der da drin. Wenn der jetzt auch keine Pfeile hat, dann wäre das nicht sehr optimal. Servus. Kann der mir was verstärken? Nö, nur einen Blitzbogen. Aber, I don't know. Ich brauch den, ich will einen anderen Bogen haben. Bin mit dem unzufrieden. So, der hat Pfeile, ja Mann. Eisenpfeile hat der. Eisengroßpfeile, die ich wahrscheinlich nicht mit meinem lächerlichen Bogen abfeuern kann, oder? Wo ist ich nicht? Ich glaube, schwere Bolzen für schwere Armbrust, schätze ich mal, und Eisengroßpfeil für Großbogen. So denke ich mir das jetzt. Kaufen wir halt von denen. Pfeile! Blitzschaden machen sie von Haus aus, von daher. So, dann gehen wir mal wieder zurück in dieses tolle Gebiet, das mir so viel Spaß macht. So viel Spaß. Aber hey, merkt ihr was? Wir sind bis jetzt noch nicht gestorben. Jetzt habe ich es gesagt, ne? Jetzt ist es vorbei, ne? Jetzt habe ich es gesagt. Ich meine, wir waren mal sehr close dran. Das sind eigentlich diese Kackviecher wieder. Oh ja.
Kommen die hoch? Ah, die kommen hier hoch. Eklig. Ah, was machst du denn? Oh. Okay. Weil nämlich, mich würde ja interessieren, was da hinten bei diesem Ritter. Der da. Geht's mal da gerade rüber. So. So, was bei ihm hier abgeht und ob ich den Schlüssel habe. Hi. Das ist doch bestimmt eine Falle, oder? Hi. Ich bin Chris. Hi. Das ist meine Hellbarde des Sterbens. Hi. Yeah, es geht weiter. Versteht ihr? Lügner voraus. Ja, Illusion voraus. Alter, warum liegen hier Blutlaken? Was zur Hölle machen denn die Menschen? Angreifen wird benötigt. Ja, genau. Ja, danke, ihr Affen. Gute Arbeit. Dankeschön. Dankeschön. Props an mich, ich weiß. Die Frage jetzt, will ich da hochfahren? Oder will ich erstmal schauen, was in dem Turm da oben ist? Ich will ehrlich gesagt erstmal schauen, was in dem Turm da oben ist. Und zwar... Oh, scheiße. Nee, 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 nee. Komm, wir machen ja keine Abkürzungen. Ich hab da keinen Bock drauf. Dass ich dann irgendwie runterfall. So, schauen wir erstmal, was da oben drin ist. Was gibt's denn hier? Blutlaken, schon mal geil. Okay. Irgendwas muss da oben sie so erschreckt haben, dass sie sofort runterspringen wollten. Ich weiß aber nicht was. Jetzt pass auf, Invasion. Tod wird benötigt, dann Hurra für Schlüssel. Was? Auch hier können wir weiter. Okay. Wer ist das denn? Ach so. Das ist schon eklig. Giftstein. Okay. Schauen wir uns einfach mal, wo uns der Weg hier hinführt. Aha. Also, da hinten ging es auf jeden Fall weiter. Da. Ah, wo soll ich jetzt hin? Soll ich hoch oder soll ich hier? Ich bleib jetzt erstmal hier. Okay. Du bist ja mal ein richtiges Stück Scheiße. Kannst dann Feuerscheißdreck erstmal machen, wie du Bock hast. Du stirbst es erstmal. So, was ist das hier für ein Mist? Ah! Schaut's mir her. Eine nette Dame. Hi. Ah, okay. Versteigertes etwas haben wir von ihr bekommen. Okay. Beten? Oje, oje, ne, 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 ne. Das ist bestimmt nichts Gutes, oder? So, da unten ist auch so ein Zauberer. Also mal, was passiert, wenn ich jetzt bete? Ich will jetzt, ich hoffe jetzt nicht, dass ich geportet werde, oder? Ah, ich geh jetzt erstmal runter. Weil schon, das ist wieder Dark Souls, ne? Ich hab dann keinen Bock, irgendwie, geportet zu werden.
nur ein kleines Dreckschwein. Okay, jetzt muss ich dich mal schnell killen. Sonst bin ich tot. Halleluja. Der haut aber rein, der Kollege. Feuersamen, na toll. Hat sich ja richtig gelohnt. Ich trinke lieber noch einen. Ist mir scheißegal. Leuchtfeuer war nicht weit weg. Was? Oh! Alter, schaut euch das an, ey. Also das ist ja mal ein richtiger Affe hier. What? Okay. Also der hält einiges aus. Wahnsinn, der hält zweimal Backstep aus. Schon ganz schön krass, muss ich schon mal sagen. Also der... Hut ab. Deshalb werde ich mir jetzt wieder eine andere Waffe aneignen. Und schauen wir mal, was jetzt hier eigentlich los ist. Was ist jetzt hier eigentlich los? Truhe voraus, okay. Ah, hier. Hat sich das jetzt gelohnt? Ein Schwert namens Menschentöter. Okay. Das macht Giftschaden. Krasser Scheiß. Also das macht, wenn man mal überlegt, ne? Unser Zehnfach-Katana macht 172 Schaden. Und das macht schon von Haus aus 153. Also das schreit schon nach Upgrade. Werde ich auch tun. Ja. Das hat sich jetzt schon gelohnt. Fuck me. Da vorne sind lauter Blutlaken. Warum? Ist hier noch eine Truhe? Nein. Keine Ahnung. Warum ist er eigentlich gestorben? Aha. Nee, du, komm. Lass stecken. Wir beten jetzt oben mal beim Schrein. Gucken mal, was dann passiert. Wir haben uns auf jeden Fall zwei Dinge zu erledigen. Auf jeden Fall die alle aus dem Turm befreien in der Dranglik-Festung. Dann können wir jetzt hier beten. Ich bete jetzt einfach mal. Leider passiert nichts. Passt. Überhaupt kein Thema. Gehe ich zum nächsten Ort. Und zwar durch die andere Tür. Da ging es auch weiter. Wahrscheinlich kommt man da später irgendwo hin. Oder man muss alle von diesen... Ah, wahrscheinlich muss ich die obere Tante befreien. Das ist ja auch seine Sing-Tussi. So ein Singvogel. Und dann lässt sie mich wahrscheinlich irgendwie in den Club beitreten. Und dann darf ich da wahrscheinlich beten und dann... Alter, die sehen ja tot genauso aus wie lebendig. Guckt euch die Scheiße an, Mann. Die sitzen da genauso wie vorher. Ekelhaft. So. Die sind ja tot. Deshalb kann ich jetzt hier wieder rüberlaufen. Dann hier lang, genau. Und dann hier den Fahrstuhl folgen. Ich meine, unser Leuchtfeuer ist nicht weit weg. Das ist, wenn wir jetzt drauf gehen. Ich meine, I don't give a shit. Oh Gott, das geht runter. Ich habe jetzt eigentlich nach oben. Ich habe gehofft, dass es nach oben geht. Unten sind es mir jetzt gerade ein bisschen unsympathisch, muss ich sagen. Also ich habe gehofft, dass es nach oben geht. Zurück irgendwie da zum Schloss. Was kommt jetzt wieder für eine Scheiße? Was? Alter, das geht ja mal ordentlich runter. Okay, da ist schon mal ein Leuchtfeuer. Schon mal gut. Wo sind wir?
Gruft der Untoten. Oh. Das hört sich schon mies an. Ah, geil. Danke, du fettes Stück Scheiße. Was soll der Scheiß immer wieder? Ja, was treibt euch an, dass ihr versucht, diesen vermeintlichen Fluch zu überwinden? Mein Gott. Das ist hier... Ich nenne ihn... Ich taufe ihn jetzt in Coitus Interruptus. Immer wenn ich was machen will, kommt er und... Haha! Nicht so! Oh, ich hab, nicht gelesen, was er gesagt hat. Ach, machen wir mal ja. Vendrick, der fast wahre Monarch, ist hier und nicht weit weg. Doch was ist ein König? Na, wir werden uns wiedersehen, ja? Aber dann kriegst du Packungen, Alter. Und zwar richtig. Für das, dass du ständig hier angeschissen kommst. Und mir auf den Sack gehst. So. Leuchtfeuer entzündet. Setzen wir uns mal hin. Doch. Ich will nach Majula. Und zwar möchte ich nämlich unser Katana pimpen. Unser neues Katana. Ah, jetzt wollen wir kurz hier den Rollos runterlassen, weil ich sehe hier gar nichts. Ich sehe nämlich nichts. So, unser Katana pimpen wir jetzt noch. Verstärke. Ja, können wir nicht, weil Menschentöter glitzern das nicht. Das ist eine spezielle Waffe. Okay. Krass. Wir haben keinen Glitzer-Sitemit mehr, da weil wir die Schwarzritter Großaxt jetzt schon dreimal gepimpt haben. Hellbade plus 4. Die braucht glitzerndes Sitemit. Interessant. Finde ich aber wirklich eine interessante Waffe. Also ich weiß nicht, was der Michi dazu sagt. Klar, sie macht deutlich weniger Schaden als das. Aber wir haben dann eine Giftwaffe und ich denke mal, wenn die skaliert, wenn jedes Mal 100, also 63, 15 Damage dazukommt, dann hat die dann auch ordentliche Stats, glaube ich. Menschentöter. Und sie skaliert mit Hand auf A. Und wir haben Geschicklichkeit sehr hoch. Also. Wie sieht denn das Ding aus? Das ist mal jetzt ein richtiges Samurai-Schwert. Ja, genau. Lässt sich auch genauso führen. Nee, Moment mal. Das verbraucht weniger Ausdauer als unser anderes, oder? Ja, ja, aber absolut. Der braucht weniger Ausdauer. Geil. Und wie viel Damage macht er jetzt? 153 plus 77 plus 67 Ding, also ich denke, dass sich das lohnt, jetzt aufzupimpen, denke ich schon. Aber wir legen das jetzt erstmal in unsere Kiste ab. Hä? Ja. Gegenstandskiste. Und da ist es. Ja, ich kann natürlich nicht ablegen. Oh, Gott, der mit. Alter, also wenn ich zwei Katanas auspacke. Was ist da eigentlich los, hä? Ich meine, den da weg und hier in den zweiten Schwert rein mach. Doppelkatana. Okay. Ist irgendwie nicht so cool, wie ich es mir erhofft hatte. Ja, machen wir das Schild. Gut. Wir haben 3000 Seelen, das ist gar nichts. Aber
Wir haben ja noch unsere Froschschenkel, unseren Froschschenkel getötet hier, den Froschschenkel, und können hier noch die Seelen ballern. Machen wir das? Nee, machen wir es erstmal nicht. Vielleicht brauchen wir es später. Gut, schauen wir auf den Taro. Der Taro sagt, es ist soweit, pünktlichst. Pünktlichst ist der Timer. Und deshalb verabschiede ich mich hier. Erst einmal danke fürs Zuschauen. Ich denke mal, wir haben was erreicht. Und bis zum nächsten Mal.